Perverse und doppeldeutige Kommentare. Sie war sehr warmherzig. Dann hatte sie eine Mittelklassefigur, Größe 38. Unangenehme und sexistische Kommentare. Dass dann so die weiße Sahne in ihrem Mund war, das war schon sehr sexy. Und der krasseste Cringe aller Zeiten. All das und noch einiges mehr gibt's in dieser wundervollen neuen Folge von Traumfrau gesucht, dem meiner Meinung nach perversesten Format, das jemals im Fernsehen gelaufen ist und das ich genau deswegen trotzdem wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Halt, stopp! Genau, denn endlich gibt's bei mir auch mal ein Gewinnspiel, zusammen mit Instant Gaming. Klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung und räumt ein Spiel eurer Wahl ab. Und auch wer nicht gewinnt, kriegt da die günstigsten Spiele. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt erstmal alles von den Sims. Und hier ist mein Mann seine Lieblingsecke, wo der immer an Laptop spielt. Anfangen möchte ich heute mit Elvis, der in der letzten Folge ein wundervolles Date hatte, in dem er sich so richtig gut selbst verkauft hat. I am Hartz IV, so very, very down. Ja, und auch wenn das seltsamerweise mit der Frau nicht geklappt hat, hat Elvis ja vielleicht bei diesem Mal mehr Glück und wurde deswegen sogar zu einem Fotoshooting eingeladen. Und da hat er auch ganz klare und krasse Vorstellungen. Ich dachte eigentlich, dass da richtig viele geile Models sind, so um die 20. Fairerweise muss man allerdings sagen, dass sein Kollege Gottlob, der auch dabei ist, ungefähr genau das gleiche denkt. Wahrscheinlich gibt es für die beiden auf dieser Welt einfach ausschließlich Pornofotografen. Ganze Bude voll mit Hasen, Cheeks, du kannst gucken, was das Zeug hält. Naja, aber total überraschend ist es dann beim Fotografen doch so ein kleines bisschen anders. Bei Elvis wurde die Stahlgurke gleich zu Wackelpudding. Also ich komme da hoch in dieses Fotoshooting-Labor, sehe da nur irgendwelche alten Frauen vor einer weißen Wand. Hast du bei der Beerdigung mehr Spaß? Alles klar, aber ich persönlich würde dann ja sagen, dass ein echter Gentleman die Situation dann erstmal ein bisschen sondiert und trotzdem feststellt, ob es vielleicht was für ihn ist. Also hat Elvis sich natürlich wieder für das genaue Gegenteil entschieden. Total subtil darauf hinweisen. Sind aber älter die Damen hier, oder? Eine Sache muss man Elvis allerdings lassen. Er hat Humor und deswegen zeigt er diesen Frauen vom Altersheim auch gleich mal, wie man es richtig macht. Willkommen in Elvis Fotoschule für Single-Frauen. Ja, und auch bei der Wahl seines Accessoires macht Elvis nochmal deutlich, er hat sehr viel Ahnung von Fotografie. Man könnte unironisch fast denken, er hat das studiert. Das Kissen steht für Geborgenheit, für Liebe. Auch ein bisschen für Schüchternheit. Okay, das klingt erstaunlicherweise wirklich so, als würde es Sinn ergeben. Und danach sucht Elvis sich dann allerdings einen Totenschädel aus. Und was genau soll der uns jetzt mitteilen? Man kann ja vieles durch den Totenkopf ausdrücken. Zum Beispiel, ja, ich habe einen Ex-Mann, der ist schon tot und du bist der Nächste. Ach so, naja, aber am besten ist Elvis sowieso völlig ohne Hilfsmittel. Wenn er seinen Astralkörper einsetzen kann, schmelzen die Frauen dahin. Vor Fremdscham. Ja, aber ein bisschen Popo mehr raus. Ja, ja, genauso, genauso. Partnervermittlerin Xenia ist allerdings mehr als begeistert davon. Und neulich hatte ich tatsächlich den Albtraum, dass Elvis und sie irgendwann zusammenkommen. Uah, das wäre, glaube ich, schlimm für alle Beteiligten. Er hat wirklich super gemacht, auf seine kindische Art schon wieder. Aber das war wirklich ganz süß. Und auch Gottlob profitiert von Elvis' Talenten. Denn wenn Elvis Regieanweisungen gibt, können die Frauen nicht widerstehen. Touch him, he's sexy, he's your king. Okay, ehe das dann noch weiter ausartet, gucken wir lieber mal in der Zwischenzeit zu Walter, denn auch der ist ja mal wieder auf Frauensuche und hat sich in der letzten Folge insbesondere über die Qualität seines Hotelzimmerbetts gefreut. Ob ich hier die Frau meines Lebens kennenlerne? Ich hoffe es. Nee, Walter, erfahrungsgemäß wirst du in einem Hotelbett eher keine Frauen kennenlernen. Dazu musst du zum Beispiel in ein wundervolles Restaurant gehen. Und das macht auf den ersten Blick irgendwie genau den gleichen Eindruck wie Walter selbst. Einerseits schick und andererseits auch ein bisschen billig. Ja, da habe ich ja wieder mal eine gute Location ausgesucht. Schau mal, wie dieses Eckchen hier hinten wäre. Dort möchte Walter dann jedenfalls Oksana treffen. Und er macht nochmal deutlich, was für ihn bei einer Frau wirklich wichtig ist. Und an dieser Stelle kann ich eine Sache aber schon mal spoilern. Der Charakter ist es natürlich nicht. Die Oksana war auf den Fotos im Internet sehr gut geschminkt und sehr gut gekleidet. Du Walter, ich kann natürlich verstehen, dass äußere Dinge durchaus wichtig sind. Aber meinst du nicht, dass innere Dinge wichtiger sind als immer nur Äußerlichkeiten? Es sind keine Äußerlichkeiten. Für mich ist das eine Ästhetik. Ach so, na gut. Dann können wir natürlich nur hoffen, dass Walters Datepartnerin jetzt seiner persönlichen Ästhetik entspricht. Wobei, genau genommen müssen wir eigentlich das Gegenteil hoffen, damit die arme Frau noch was vom Leben hat. Und hier kommt sie. Oksana, 30 Jahre alt und sehr ästhetisch. Ja, und gerade diese Ästhetik fällt Walter natürlich auch sofort in die Augen. Ich habe, glaube ich, noch nie jemand so merkwürdig einen Modestil beschreiben hören. Mischung zwischen Papageienstil und grüner Dschungelpalme war.
Allerdings, das muss man diesmal schon sagen. Walter hat sich auch noch um andere Sachen als nur um Schminke und Kleidung gekümmert. Nur besser gemacht hat's das leider auch wieder nicht. Sie war sehr warmherzig. Dann hatte sie eine Mittelklassefigur, Größe 38. Wow, ist das widerlich formuliert. Aber egal, um dann an diese Mittelklassefigur zu kommen, lässt Walter nichts unversucht. Er spielt sogar, dass er sich halbwegs für den Sohn von Oksana interessiert. My son is in the camping now. So, what is his name? Dennis. Ja, und diesem Dennis fehlt eine Sache in seinem Leben, zumindest nach Walters Meinung, auf jeden Fall. Nämlich ein Walter. Oh Gott, der arme Junge. A man is missing, a father. A second father maybe. Bisher läuft das Date allerdings erschreckend gut, aber mal gucken, was Walters Geschenke diesmal wieder anrichten. Garniert hat er sie auf jeden Fall mit wunderschön creepigen Komplimenten. I don't have present for you. Thank you. You are the present. Das, was Oksana dann da übrigens in dem Geschenk vorfindet, ist ein wundervolles Parfum. Aber das hat Walter nur aus einem einzigen Grund verschenkt. Er möchte dann nämlich mal dran duften. Mit seinen Lippen. Smell like flower. Yeah. Archidea, I don't remember in English. Und diesmal hat Walter wirklich an alles gedacht, dann auch für ihren Sohn Dennis hat er tatsächlich mit einem Fernsteuerauto ein gutes Geschenk mitgebracht. Blöd nur, dass er das dann wieder mit einer Prise Sexismus würzt. I will give you this for your home, because this one you must... You think see I don't have this in my home? Oh, das ist jetzt bei Oksana wohl wirklich nicht so gut angekommen, denn anders als Walter denkt, ist die handwerklich durchaus ziemlich begabt. Aber Walter erklärt uns sicherheitshalber dann trotzdem nochmal, warum er wie immer recht hat. Wenn man ein technisches Geschenk übergibt, dann gehört es dazu, dass man als Mann einer Frau erklärt, wie es funktioniert. Okay, Walter, und auch wenn ich dir da jetzt sowieso schon in der Sache widersprechen würde, das Ganze setzt natürlich auch noch voraus, dass du es ihr erklären kannst. Und daran zweifelt nicht zuletzt sie. This is also, you must open this here. I can help you. Wenig überraschend ist das dann nicht die einzige Katastrophe, die beim Zusammenbauen dieses Autos entsteht. Und ich persönlich liebe RTL 2 wirklich für die Musikuntermalung an dieser Stelle, weil die passt einfach nur perfekt. We need another. Yeah. Oh, I'm sorry. Am Ende macht Oksana dann aber einfach alles und wieder erwarten klappt es dann auch sofort und das Auto fährt. Aber das ist Walter jetzt doch alles viel zu gefährlich. Slowly, slowly, not so quick, not so quick. I like speed. No. Puh, dann frage ich mich jetzt nur noch, wie man dieses Date noch schlimmer machen könnte. Aber zum Glück haben wir ja Walter und der hat da eine richtig gute Idee. Er macht nämlich das verkackteste Augenkompliment in der Geschichte der Menschheit. Beautiful red eye. No, sorry, blue. No, they are green. Green, yeah. Oksana war dann mehr und mehr genervt und wollte einfach nur noch nach Hause, damit wenigstens ihr Sohn mit dem Fernsteuerauto irgendwas Gutes an diesem Tag erlebt hat. Walters Fazit fiel wenig überraschend, aber ganz anders aus. Es war fürs erste Date schon ganz erfolgreich, muss ich sagen. Nach dieser Cringe-Dusche wird es dann allerdings noch schlimmer, weil auch Dennis macht in dieser Folge wieder mit. Und dem fallen bei seinem aktuellen Date vor allen Dingen zwei Argumente auf. Sie hat sehr schöne Augen. Du, Dennis, an sich ist das ja ein ganz liebes Kompliment, aber irgendwie kann ich mir nicht helfen. Welche Augen meinst du? Okay, Dennis, aber die Frau hat wahrscheinlich auch noch einen Charakter und Gefühle. Kannst du vielleicht mal über irgendwas anderes reden? Ich hab gedacht, heute ist Melonentag. Toll, dann nutzt Dennis auch noch die Gelegenheit für ein gemeinsames Selfie mit der Dame. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht wissen, was er dann damit abends auf seinem Hotelzimmer noch so angestellt hat. Du schaust ein bisschen verloren, da sehen deine Augen schön aus. Ich sah ja auch lecker aus, besonders die Hupen. Lucy, die Frau mit den schönen Augen übrigens, hat auch eine Meinung zu Dennis. Und ganz ehrlich, die überrascht mich jetzt doch etwas. Lernen, er ist ein interessanter Mensch und ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Alles klar. Elvis hat in der Zwischenzeit übrigens das Fotostudio überlebt und sein erstes Date mit einer, wie ich finde, wieder sehr, sehr schönen Frau, die übrigens, wie ich finde, ganz nebenbei auch noch ein ganz cooles Kleid trägt. Hier kommt Svetlana, Büroangestellte aus St. Petersburg. Naja, aber das Problem bei Elvis ist ja, keine Frau ist ihm schön genug. Und das wird doch jetzt dieses Mal bestimmt auch wieder so sein. Ich dachte erstmal, wow, ist die schick angezogen so. Da fühlte ich mich ja noch underdressed, obwohl ich ein Hemd anhatte. Was? Elvis findet tatsächlich mal eine Frau attraktiv und vielleicht wird das dann was zwischen den beiden und sie heiraten irgendwann? Oder er hat doch einfach nur seine Kontaktlinsen vergessen. Naja, aber als ich sie dann vom Nahen, als sie immer näher kam, dann wurde sie für mich immer nicht mehr so schön. Trotzdem erbarmt sich Elvis dann allerdings mit ihr auszugehen und Xenia führt sie dann zu einer Ausstellung von Sandburgen. Aber wir erinnern uns, Elvis hat ja nur Hartz IV und natürlich nie Geld. Ach was, das kostet Geld? Ja, natürlich.
Alles Schöne im Leben kostet Geld. Na, zum Glück ist Elvis ja aber ein echter Sparfuchs. Seine Ideen sind wie immer absolut berauschend. Ja, wir können auch von außen gucken. What? Ja, we can look from here and sparen ein bisschen Geld. Am Ende lässt sich Elvis dann glücklicherweise aber doch noch überzeugen, sein Portemonnaie zu öffnen. Aber nur ein ganz kleines bisschen, denn er mag's ja eng. Es ist nur für mich und Sie. Ja, Xer, ich hab dich ganz lieb, aber so nun auch wieder. Am Ende muss man dann aber sagen, dass Elvis das Portemonnaie wahrscheinlich doch lieber geschlossen gelassen hätte. Denn die Ausstellung findet er ungefähr genauso wie die Frau. Weil es war total langweilig. Also ehrlich gesagt, ich kann es keinem empfehlen, irgendwelche blöden Sandpunkte anzuschauen. Das nächste Problem ist dann auch noch, dass er sich mit Svetlana ungefähr überhaupt nicht unterhalten hat, weil er sie sowieso blöd fand und sich null für ihren Charakter interessiert hat. Und deswegen hat er ihr am Ende auch noch einen riesengroßen Korb überreicht. Die Glückliche. It would be better we stop now, before it ends in a big crash. Walter hat in der Zwischenzeit übrigens wirklich sehr überraschenderweise, wie ich sagen muss, am Ende seines Dates dann die Telefonnummer von der Frau bekommen. Naja, dann ruft er natürlich gleich mal an. Automatische Ansage, dass niemand da ist. Ach, ist das blöd, Kinder. Walter, der alte Technikprofi, kommt dann aber auch auf die Idee, dass er ihr einfach eine Textnachricht schicken kann. Doch dann erfährt er etwas Grausames, was sein Herz in zwei reißt. Nummer existiert nicht mehr, ich wäre verrückt, echt. Und ich glaube, 99,7% aller Männer wären dann auf die Idee gekommen, selbst nochmal ihr Verhalten zu hinterfragen und ob das jetzt auf dem Date alles so gut gelaufen ist. Aber Walter ist genau die 0,3%, denn er ist wie immer nur ein Opfer. Das ist eigentlich eine Unhöflichkeit gegenüber jemandem, der sich so viel Mühe gibt wie ich. Genau, und außerdem ist Selbstkritik jetzt wirklich nicht Walters Fetisch. Ich glaube, der sieht die Partnersache sowieso eher als Glücksspiel. Andere Mütter haben auch hübsche Töchter. Und vielleicht kommt ja noch was Besseres. Hoffentlich nicht. Aber wo du wahrscheinlich hier auf YouTube erstmal kein besseres Angebot bekommen wirst, ist hier bei mir. Denn wenn du jetzt keinen Kanal abonnierst, dann bekommst du bald noch mehr Walter-Videos und noch ganz viele andere Sachen. Und es ist völlig ohne Verpflichtung und kostenlos. Aus irgendwelchen Gründen, die ich wirklich nicht verstehen kann, hat Walter dann übrigens 7 Sekunden später schon wieder sein nächstes Date. Und auch diese Dame ist wieder gerade mal halb so alt wie er. Ludmilla. Hello. Hello, I'm Walter. Yes. Hello. Hello. Thank you for coming. Ja, und weil Walter es mit Ludmilla dann wirklich sehr eilig hat, picknickt er dann sofort mit ihr und schiebt ihr irgendwas in den Hals, was, glaube ich, Kaviar ist. Das ist auch genau das, was ich nach einer Vorstellungsrunde direkt als erstes machen würde. Okay, Walter, das musst du uns jetzt aber mal ganz kurz erklären. Also du weißt noch nichts über die Frau, über ihre Hobbys oder über ihre Lebensumstände. Und dann fährst du ihr direkt mit einem Löffel in den Mund? Es war wieder ein weiterer Punkt, in die Aura einer Frau einzudringen. Ja, wo Walter dann noch überall eindringen würde, das konnte man dann in der Folge ganz gut erahnen. Vorstellen wollen wir uns das jetzt aber bitte gemeinsam nicht. You're a very beautiful woman. Strahlend, ich gebe mir Mühe. Und auch hier muss man wieder sagen, leider läuft das Date aber an sich ganz gut. Zumindest bis Walter eine neue Scheußlichkeit am Straßenrand entdeckt. Oh, look, did you see this animal? You can drive with this? Ja, und ich muss gestehen, ich habe sowas vorher auch noch nie gesehen, aber man kann wohl auf diesen Tieren, weil da ein Elektromotor ist, dann so rumfahren. Und das ist bestimmt eine coole Sache für Kinder. Walter findet es leider aber auch großartig. Und ich bin ehrlich, ich habe dann relativ lange darüber nachgedacht, ob es jetzt irgendetwas gibt, was das noch schlimmer machen könnte. Aber mir ist nichts eingefallen. Walter, aber schon wieder. Ja, und während ich dann wirklich Probleme habe, nicht an den Cringe-Schauern zu sterben, die mich gerade durchschütteln, hat Walter noch einen draufgelegt. Diesmal wurde das Date-Fazit dann glücklicherweise aber nicht Walter überlassen, sondern Ludmilla. Und dem kann ich mich einfach nur anschließen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mein Mann wird. Obwohl es bei Dennis ja eigentlich ganz gut gelaufen ist, hat er sich natürlich trotzdem am Nachmittag noch ein neues Date gegönnt. Und da hat die Partnervermittlerin erstmal eine ganze Menge versprochen. Also sie würde vom Aussehen zu dir gut passen. Vielleicht nicht vom Charakter, aber vom Aussehen. Ach so, überwiegend vom Aussehen her. Naja, da bin ich mal gespannt. Aber wie würdest du denn eigentlich Dennis' Aussehen so überhaupt erstmal zusammenfassen? Dennis sieht von Aussehen ein bisschen älter aus und auch von Körper. Ach so, ja. Und dann trifft Dennis, also wenn man so sagen möchte, quasi sein Double in weiblich. Sie heißt übrigens Martha und Dennis' Begeisterung ist spürbar. Martha? Dennis, das ist Dennis. Ja gut, Dennis, aber ich finde, die Frau sieht doch jetzt erstmal auf jeden Fall sympathisch aus. Was sagst du denn so? Ja, so? Schön.
Ja, sie war mir also definitiv zu alt. Naja gut, aber normalerweise könnte man sich ja trotzdem wenigstens mit ihr ein bisschen unterhalten. Klappt aber von Anfang an nur so mittel. Zum Glück hat Dennis dann ja aber immer seinen unvergleichlichen Eisbrecher dabei, der wirklich jede Situation noch ein bisschen unangenehmer macht. Sein Superlachen. Auch Gottlob hatte dann übrigens noch ein Date nur ganz für sich alleine, und zwar auf einem Flugplatz. Und da hat Xenia direkt mit ihren Kommentaren auch schon mal bei Todesangst für ihn gesorgt. Die Maschinen sind ganz interessant. Ganz ja. Klein. Man glaubt kaum, dass die fliegen. Ja, und da hatte Gottlob natürlich gleich Angst, dass er abstürzt und dann vielleicht in Flammen aufgeht. Und dann braucht er natürlich ganz dringend medizinische Unterstützung. Zum Glück hat Xenia da genau das richtige Date für ihn ausgesucht. Hier kommt Galina, Ärztin aus St. Petersburg. Hui, also da muss ich auch sagen, hat Xenia sich mal wieder selbst übertroffen. Und sogar Gottlob war richtig begeistert. Die kam auf mich zu. Ich dachte, die kommt aus der Modelshow direkt live. Während Gottlob langsam in die Lüfte steigt, hat sich Elvis jetzt übrigens entschlossen, einfach auf eigene Faust zu suchen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich dachte, ich krieg so viele Nummern und Frauen so, dass ich dann Xenia schon sagen muss, sorry, ich habe 1000 Dates am Start. So. Ja, das wäre natürlich richtig cool. Gelaufen ist es dann allerdings wenig überraschend total anders. Hey, hallo, excuse me. Wenn Elvis allerdings etwas hat, dann ist es Durchhaltevermögen. Denn, ich meine, wenn ich mich recht entsinne, macht er auch an jeder einzelne der 6 Staffeln dieses Formats mit. Deswegen macht er auch sofort weiter. Und die haben da übrigens wirklich schöne Straßenlaternen in dieser Stadt. Excuse me, please. Hä? Total krass. Das Ganze läuft dann sogar so schlecht, dass Elvis kurz denkt, er ist vielleicht ein Geist oder so. Und in gewissem Sinne ist das eine interessante Theorie, denn es würde eine Menge erklären. Can you hear me? No? Gottlob ist mit seinem Traummodel dann währenddessen übrigens über den Wolken. Doch die Stimmung kann leider nicht grenzenlos sein. Ich hatte immer so das Gefühl, ich muss 20 Rubel in den Schlitz werfen, damit die lacht. Na gut, Gottlob, das könnte aber vielleicht auch einfach daran liegen, dass deine Witze A nicht so gut sind und dass man sich da oben wegen den Kopfhörern auch nicht so gut versteht. Für ihn selber war das Ding allerdings sofort durch. Hätte es keinen Unterschied gemacht, ob ich die in einem Nobelrestaurant getroffen hätte, im Flieger oder auf dem U-Boot. Mann, das ist aber auch verflixt heute. Wir müssen doch wenigstens mal ein gutes Date haben. Ah ja, stimmt. Und Dennis hatte doch heute Morgen dieses schöne Treffen mit der Melonenhändlerin. Und die hat ihm abends sogar noch besser gefallen. Ja, die Hupen waren zwar ein bisschen verdeckt, aber sie sah sehr hübsch aus. Und ich weiß dann nicht ganz genau, ob Dennis vielleicht auf der Walter-Flirt-Schule oder so war. Aber er hat der Armen auch direkt mal Dinge in den Mund gerammt. Nein, zum Glück nicht das, was du jetzt wieder denkst. Ja, immer ran damit. Puh, ziemlich unangenehm. Und ich glaube, es gibt nur eine einzige Art und Weise, auf die das jetzt noch unangenehmer sein könnte. Nämlich, wenn der Koch auch noch Mist gebaut hat. Und, schmeckt gut? Ist gut. Ja gut, aber dreimal darfst du raten, wie sehr das Dennis jetzt interessiert hat, dass es der Frau nicht geschmeckt hat. Richtig, nämlich überhaupt nicht. Einfach immer weiter rein damit. Als dann so die weiße Sahne in ihrem Mund war, das war schon sehr sexy. Ja, und auch hier fiel das Fazit dann, sagen wir mal, eher gemischt aus. Die Verabschiedung klingt jetzt jedenfalls nicht so, als würden die beiden bald heiraten. Träumen von mir, gell? Ja. Alles klar, Schatz. Okay. Macht gut, gell? Tja, und das war's dann leider tatsächlich schon wieder mit dieser Folge von Traumfrau gesucht. Aber glaub mir auch, die nächste wird richtig gut, also auf keinen Fall das mit dem Abo vergessen. Und wenn du sowieso gerade da unten zugange bist, du hast es wahrscheinlich vorhin schon gesehen, momentan gibt's bei mir ein Gewinnspiel mit Instant Gaming. Erster Link in der Videobeschreibung, unbedingt mal draufklicken, denn sonst steckt Dennis bald seine Sahne auch in deinen Mund. Wow, ich glaube, das war die schlimmste Drohung bisher in diesem Jahr.